Ich habe aus Versehen meinen Charakter wieder resettet. Nein! Thomas, bist du eigentlich unfähig? Ich mag das. Ja, Thomas, du schaffst die Charaktererstellung. Ich glaub an dich. Leb deinen Traum. Du schaffst es. Leb deinen Traum, Thomas. Achso, okay. Ja, gut. Lego. Wie war das vorhin, Marcel? Du wirst unbesiegbar sein. Okay, also ich fange jetzt an. Hi und willkommen zum letzten Teil von unserer Mini-Nuzlocke-Serie. Ich bin natürlich wieder nicht alleine, denn Tobias ist wieder dabei. Aber nicht nur Tobias, wir haben auch den blauen Blitz bei uns. Guten Tag. Genau, Thomas, Tobias und ich, wir rocken zusammen die wievielte Generation? Zumindest Pokémon Schwarz und Weiß. Rocken wir heute bis zum ersten Arena-Leiter Hardcore durch Nuzlocke. Es gilt wieder dieselben Regeln wie davor. Wer sein Pokémon verliert, dessen Pokémon stirbt, auf jeder Route das erste Pokémon fangen. Jedes Pokémon bekommt einen Spitznamen und wir überleveln den nächsten Arena-Leiter nicht. An dem Punkt kurz mal gesagt, Thomas, jeder von uns sucht sich ein Schema raus, nachdem er sein Pokémon benennt. Okay. Hast du denn ein Schema, nachdem du dein Pokémon benennst? Oder kannst du dir mal kurz eins überlegen? Oder du kannst ja... Wie meinst du Schema? Beispielsweise, ich habe alle meine Pokémon in der ersten Generation nach Süßigkeiten benannt. Und in der zweiten Generation... Ach so, ich nenne sie nach Sonic-Helden. Ach so, nach Sonic-Charakteren. Genau. Okay, das ist ganz cool. Es gibt ja echt so viele. Ah, ja, es gibt Knuckles, Tails, Sonic... Shadow, dann, Rouge, genau. Silver... Da wird rasiert. Infinite, Big the Cat, Eggman, Cream, gibt's ja voll viele. Und wenn nicht, kann Thomas ja zwischendurch kurz googeln. Tobias, hast du ein Schema? Yep. Hast du eins? Ja, ich hab eins, nämlich, wie nennt sich's, Piraten. Piraten? Kennst du denn berühmte Piraten? Ja, natürlich. Mehr wie du. Ja gut, das stimmt tatsächlich. Und ich benenne meine nach Mangaka. Gut, dementsprechend, wir sind alle in Einall. Ja. Dann legen wir kurz mal los. Charaktername existiert bereits. Okay, dann Dealers Marcel. Alle erstellen unseren Charakter und legen los. Ich bin schon im Spiel drinne. Ich bin auch schon im Spiel. Wir werden hier erstmal von unseren Rivalen zu. Dürfen wir schon klicken, oder? Ja, ja, erstell deinen Charakter. Wir werden hier alle erstmal von unseren Rivalen. Von den NPCs zugelabert. Das sollten wir am besten mal so schnell überspringen, wie wir nur können. Ah, wir müssen jetzt direkt unsere Partner-Pokémon raussuchen, stimmt's? Ja, das waren noch Zeiten, ne Marcel, wo man nicht hat 10 Minuten warten müssen, um sein Pokémon zu bekommen. Ich gehe übrigens kurz mal raus. Thomas, bist du, Tobias sehe ich schon. Thomas, kommst du auch mal kurz raus? Ja, die eine hat mich angequatscht, Hilfe. Ja, warte mal kurz. Tobias und ich, wir stellen uns nach oben, dass du uns auch direkt siehst. Wir können es im Inventar. Hey, ihr kommt hier nicht raus. Tobias Stil echt. Was ist mit deiner Glatze passiert, Tobias? Ach, ich habe mir wieder Haare wachsen lassen. Ja, das war irgendwie. Ein bisschen kalt um den Kopf herum. Okay, also Thomas, wenn du kannst, dann komm mal nach oben. Die reden mit mir und ich will nicht weiterklicken, weil die sagt, und wo sind die Pokémon nun? Ja, du kannst nach oben kommen, dann wenn du kannst. Red einfach fertig. Du musst dann das Geschenk anrufen. Genau, wir sind einfach, haben einfach alles übersprungen. An dem Punkt auch kurz mal gesagt, ich habe null Erinnerung mehr an Schwarz und Weiß. Ich habe es mal durchgespielt, aber ich habe null Erinnerung. Natürlich. Was denn sonst? Hast du weibliche Charaktere genommen? Männlich, hallo, siehst du das an meinen Muscles? Ja. Okay, also da sind wir drei. Tobias, wir gründen jetzt erstmal eine Gilde, würde ich sagen. Eine Gilde nicht, du meinst eine Gruppe, ich mach schon. Oder eine Gruppe, Tobias, erstellt die erstmal. Ich muss euch als Freunde einladen. Wie in Ragnarok Online. Zu Freunden hinzufügen. Ein Sonic, zu Freunden hinzufügen. Und dann Team. Dann? So jetzt? Sekunde. Nein, lass mich. Ich brauche. Tobias ist etwas überfordert mit der Technik. Ja, ja. Das heißt Scheiß. Link einladen. Annehmen. Okay. Ah, cool, dann sehe ich hier nebenbei meine Teamkameraden. Okay, dann suchen wir unsere Pokémon raus. Wir haben uns schon entschieden, wer was nimmt, gell? Ja. Ja. Oh, ist das geil. Ach, wir haben hier Multiscreen-Ding, gell? Ja. Sehr cool umgesetzt. Und ich entscheide mich natürlich wieder für den Pflanzenstarter. Und ich nehme Otaro. Ich nehme Feuer. Ja. Du gehörst mir. Und natürlich ist der beste Name für ein Otaro.
Edward. Thomas, du kannst. Thomas, du kannst rechts. Du kannst rechts auf einem Rechtsklick, Übersicht, kannst du deinen Pokémon einen Spitznamen geben. Ja, das. Der wird ja eh benannt jetzt gleich, oder? Nein, das musst du in diesem MMO manuell machen. Wow, okay. Aber welcher Mangaka passt zu einem Serpifeu? Deku. Stimmt. Mangaka, nicht mal der Kranke. Ja, Horikoshi hat ja. So, der ist auch so. Nee, Horikoshi hat My Hero Academia ins Leben gerufen. Also wir dürfen schon weiterklicken und so, ne? Ja. Warum kann ich meinen? Oh. Warum kannst du deinen? Ich kann meinen Otaro nicht umbenennen. Also ich hab meinen schon. Tatsache. Ich kann meinen auch noch nicht umbenennen. Wahrscheinlich nicht wegen dem Dialog. Ja gut, dann. Ist wahrscheinlich deswegen gemacht, dass du nicht im Dialog, im Kampf deinen Namen ändern kannst. Das ah ja, das würde wahrscheinlich zum Spielerfehler führen. Ich glaube, Serpifeu killt mich. Achso, du kämpfst schon? Okay, dann hole ich am besten mal auf. Ja, wenn du spielst, bist du ausgeschieden. Das weißt du ja schon, ne? Was? Ey, wow, wir entscheiden hier anscheinend Regeln, die. Ja, wenn er jetzt hier verreckt, Nuzlocke, ist er ausgeschieden. Ja, gut, Thomas, hast du schon mal eine Nuzlocke gespielt? Dann. Ja, klar, aber ich habe gewonnen. Okay, aber warte mal kurz auf uns, gell? Ich habe den Kampf gerade erst selber betreten. Ich tackle hier die ganze Zeit meinen Gegner. Ja, wie mit. Ja. Mein Serpy voll kommt hier mit einem Hirnschaden raus. Geil, Alter. Erstmal wichtige Updates. Ja, ich bete in. Oh, Taro hüpft hier und dort und überall. Es ist für dich da, wenn du es brauchst. Das ist ein Otaro. Das bin aufs. Ach du Scheiße. Ey, das Zimmer. Ja, gut, dass ich das übernommen habe. Räumt die Mutti auf. Die Mutter, die hat ja eh nichts zu tun. Die hockt ja in dem ganzen Spiel nur auf einem einzigen Stuhl und bewegt sich nicht. Die vergammelt ja, dort. Die hat das nennt man auch. Das nennt man auch Tetraplegiker. Vielleicht ist sie einfach paralysiert. Das Schöne ist, ich kann viel meiner Charakteren, meiner Pokémon auch verschiedene Namen nach denselben Piraten nennen, weil die ja auch Vor- und Nachname haben. Oh, nee, ich hab mir gerade. Nächster Kampf. Wir kämpfen zweimal? Ja, ja klar. Ja, auch? Nächster Kampf, hä? What? Ja, durchaus zum Beispiel ist das, du kämpfst gegen beide Rivalen. Ja, wir sind aber geheilt, oder? Profi. Ah ja, okay, wir sind geheilt. Stimmt. Wir sind geheilt. Oh, tackle! Los, tackle das um! Hau es um! Töte es! Ich tackle auch mal. Ich tackle auch mal fröhlich drauf los. Ich bin schon Serpifeu als. Ich will schon gegen einen Serpifeu gewinnen, verlieren. Irgendwie fände ich es jetzt lustig, wenn ich sterben würde. Ich fände es nicht so lustig. Alter, das sieht wirklich nicht mehr gut aus. Ich habe noch 3 HP. Bei mir hat es auch ein Volltreffer gelandet. Ein KP noch. Ein HP überlebt. Ich auch. Geil. Aber noch mit einem HP. Hast du mit 6 HP überlebt? Das ja, der wieder mit dem. Wieder Angeber, nur weil er einen Volltreffer gelandet hat, ja. Hat hier GameShark Cheat Modul installiert. Ja. Also, Marcel, ich sollte das genau in derselben Struktur weitermachen wie das letzte Mal. Verliere relativ schnell deinen Anfang, nachdem du einen Pokémon gefangen hast, deinen Starter. Sekunde. Tobias, kannst du hier kurz mal rauskommen, dann. Bitch Slap. Okay, gucken wir mal, ob wir jetzt umbenennen können. Ja. Also. Ich hab mir übrigens überlegt, vielleicht sollte ich die nach den Mangaka-Vornamen benennen. Das ist ja. Kohei Horikoshi. Kohei ist doch da. Ah, ich kann es sogar mit vollen Namen nennen. Also, mein. Kohei. Mein Otaro heißt jetzt Edward Thatch. Thomas möchte ein Freund werden. Ist ja widerlich. Okay, also dann. Wie sieht unsere Mission denn jetzt bitte aus? Unsere Mission, also, ich muss euch eine Geschichte erzählen. Oh Gott. Von einem großen. Reich und einen großen Krieg. Früher lebten Menschen, Pokémon, Elfen und Orks friedlich nebeneinander wie die. Wir verlieren hier Zuschauer wahrscheinlich. Während du diese Geschichte erzählst, verlieren wir Zuschauer. Okay, ich gehe runter. Ich muss erst noch ein bisschen den Ton hier pegeln. Aber jetzt laufen sie ohne mich weiter. Und dann wurde der Krieg gebrochen durch den bösen Imperator Dumiesel. Du weißt, dass dir keiner zuhört. Ja, kennst du Dummiesel nicht, Thomas? Ja doch, ich find's lustig. Sehr intelligent. Ja, sehr, sehr intelligent.
an seiner Seite des Imperators kämpft in seinem General Potrott und seine Armee von Unvatyrox. Die Weiterentwicklung von Tangela, dessen Namen man sich nicht merken kann. Ich glaube Tankolos, aber da haut mich nicht für. Ich habe zuerst Tanga verstanden. Und andere ähnliche widerwärtige Pokémon. Oh shit, wir haben eine Uhr, Smartwatch bekommen. Ey, Thomas läuft hier schon direkt weg. Warte mal auf uns. Das, ja, Thomas, das Erste, was er machen kann, neues Zuhause, und Thomas durchsucht die Mülleimer. Ja, da ist oft mal wichtige Sachen drin. Echt? Der Abfalleimer ist leer. Oh, da sind voll die wichtigen Sachen drin. Wie Müll. Müll, voll wichtig. Also. Was ist jetzt unsere Mission? Ich hab's gar nicht. Hab's gar nicht. Ja, zum nächsten Professor kommen, den auf die Fresse geben, dann wieder zurückkommen. Wir geben doch nicht den Professor auf die Fresse. Ja, eigentlich runter zu der Freundin, damit sie uns Pokébälle geben kann, glaube ich. Oh. Oder Turbo-Treter. Wir dürfen ja nichts Schlimmes sagen, sonst wird es hier nicht monetarisiert, oder? Meine Videos auf meinem Zweitkanal sind eh nicht monetarisiert. Also ich darf fluchen? Ja. Verdammte Scheiße, geil! Ja, yeah. Das fällt dir nach 3 Parts auf, das ist ja super. Der Abonnent verliert dein Leben. Ja, dann. Tobias, wo hockst du eigentlich? Ich quatsche noch vor unserem Haus. Wir waren hier drin und haben mit unserem. Ich hab mir zum Ziel gesetzt, Sanic abzuhängen. Alter, du wirst mich niemals abhängen, ne? Ich bin schneller als ihr. Schneller als der Schall. Boah, jetzt wird die E-Taste gespammt. Bei mir ist es 2. Bei mir ist Z. Ja. Freut mich. Ich hab jetzt einfach Ja geklickt. Ich hab Nein geklickt aus Versehen. Aber ich hab mein Say schon umbenannt. Ja, das gibt extra Zeit für mich. Warte, das war ja, wir dürfen nur bis Level 15. 15 bis zu Level 14. Ach Gott, ja, dann fülle ich halt deinen Pokédex aus, meinetwegen. Thomas oder Tobias, kann mal jemand von euch googeln, wie stark das stärkste Pokémon vom ersten Arena-Leiter ist, dass wir uns nicht überleveln später? Stufe 14. Ja, ist das auch hier in dieser Generation so? Ja, ich hab's doch schon offen. Ach so. Nur mal so aus Frage, wer ist denn der erste Arena-Leiter? In meinem Fall Ben, in, glaube ich, halt von. Ach so, wir haben alle verschiedene Arena-Leiter. Und Colin ist dann für dich, glaube ich, aber da lass mich lügen. Nee, Colin ist für dich und für. Nee, Colin ist für Thomas und Mike ist für dich. Spricht man das nicht Colin aus? Nicht Colin? Ist mir scheißegal, ich habe gerade raten müssen, wer für wen gepasst. Colin sieht aus wie einer mit. Und Colin sieht aus wie ein Waschlappen, also passt das für dich. Lustig. Achso, je nachdem, welchen Starter wir genommen haben, oder wie? Ja, genau, das ist das Arena. Ich muss aufholen, Mann, ich häng voll hinterher. Tschüss. Ey, untersteh dich. Okay, jetzt fangen wir unser erstes Pokémon, oder wie? Ja. Das geht hier richtig schnell, das ist so richtig schön. Aber mir gefällt's nicht, dass du hier so konstant an der Hand gehalten wirst und so viel lesen musst. Das geht mir voll auf den Sack. Ja, das ist der Nachteil, nicht sehr genau. Oh, wer schneller mit dem Hinterrücken. Ich bin schon am Spam, Mann. Ich will schneller sein als ihr hier. Ich bin Sanic, mich überholt keiner. Ja, das, ich merk schon so. Ah, nee, Thomas, Tobias hat dich gerade überholt. Also, jetzt mach die Hexe aus, ja? Wollt ihr mal was Lust? Jetzt kommt der Top-Speed. Sie überholt mich keiner. So, und jetzt fang ich gleich mein erstes Pokémon. Haben wir danach unsere Pokébälle? Ja, haben wir gerade eben bekommen. Ah, ja, stimmt. Also, ich hab meinen jetzt erst bekommen. Also, das heißt, das erste, was wir hier sehen, müssen wir fangen. Oder können wir fangen, nachdem aber. Ja, Thomas, du weißt doch, wie eine Nuzlocke funktioniert, oder? Ja, ich weiß, aber es war ja nur eins pro Route. Route und das erste, wo du siehst, musst du fahren. Genau, oben links siehst du, auf welcher Route wir sind oder ob wir schon auf einer neuen Route sind. Also wenn du jetzt ein Double bekommst, Thomas, dann weißt du, dass du geschissen hast. Nein, dass er den Jackpot hat. Ey, Alter, der läuft schon vor. So, ich spam doch schon. Okay. Also, habt ihr schon eins? Ja, nein! Also, Tobias, was hast du? Ich krieg jetzt ein Nagelos. Ich krieg ein Yogglef. Thomas? Ich auch. Thomas, übrigens ein bisschen lauter reden vielleicht. Vielleicht hört man dich nicht so. Kurze Frage. Wenn ich das wie ich jetzt aussehen kümmert. Ja. Dann darfst du auf dieser Route nichts mehr fangen. Und ich habe ein Nagelos. Das ist ein Nagelos.
Bitte mach keinen Volltreffer. Oh. So. Wie werde ich stehen? Oh. Okay, ich muss jetzt auch aufpassen. Thomas, übrigens aufpassen, Tobias hat voll die fiese Strategie, er labert dich zu, während du kämpfst und dann killst du es aus Versehen. Das hat er bei mir mal gemacht. Ganz fies von ihm. Ganz fies von ihm. Wie kann ich mein Viech heilen? Thomas, was meintest du? Wie kann ich mein Viech heilen? Wenn wir zurück zur Mutter laufen, oder? Oh, muss ich zu Mutti? Ja. Mutti! Die hat doch eh nichts zu tun, haben wir doch etabliert. Ich bin direkt im nächsten Kampf. Am besten aber abhauen, nämlich da. Wir haben noch keine Tränke, also nichts riskieren. Ja, nee, ich meinte nur wegen dem anderen Viech, weil das ist Level 2, wo ich gefahren habe. Tobias, wo bist du hin? Heilen. Okay, dann gehe ich auch mal zurück zur Mutter und lass mich heilen. Ich heile deine Pokémon. Und ich will nichts dafür haben. Alter, nur wenn es jetzt aufgeht. Thomas, nicht draufgehen, bitte. Ah, gut, ich muss auch darauf achten, dass ich da die männlichen Pokémon nach den männlichen Piraten. Stimmt, aber ich hätte fast aus. Wie heißt. Ich hab dreimal Silberblick eingesetzt. Ich hätte fast mein Viech rausgeholt und hätte es geopfert. Was mir gerade. Tobias, bei welcher Mutter bist denn du, dass du dich heilen lässt hier? Bei meiner. Was? Hier ist. Du bist hier? Ja, die in der mittleren Haus. Nein, ich sehe dich nirgendwo. Da ist ganz oben das Labor, dann ist dein Haus, da ist ein Hütchen, unten ist dein Freund und dein anderer Freund. Thomas, siehst du hier irgendwo Tobias? Ja, ich bin schon wieder in der Route, wenn du das meinst. Ach so. Ich warte hier auf meinen kleinen Bruder, okay? Die Olga, was kannst du eigentlich? Mal eine dumme Frage, wo schläft die Mutter? Im Mülleimer. Deswegen ist er doch leer. Ist es jetzt ein bisschen rassistisch, wenn ich sage am Herd? Das ist nicht rassistisch, das ist sexistisch, Thomas. Ja, es ist aber feiner Unterschied, das macht dich trotzdem zum Arschloch. Ja, okay, ist gut. Kann ich leben. Ja, wer von uns schläft nicht in einem Mülleimer, ne? Okay, also Thomas, drauf aufpassen, dass du keinen Pokémon verrecken lässt. Das auch kommt zu mir. Was? Zu mir. Wir kämpfen hier noch. Ja, ich warte auf euch da bei der Route-Eingang. Da gibt's einen Trank für euch. Alter, ich hab grad wirklich so Angst, dass mein Viech verreckt, aber ich will's nicht tauschen. Nein! Also im schlimmsten Fall immer den Starter vorziehen, ne? Ah, das was für Waschloch. Nicht so wie andere Menschen, ne? Halt die Klappe, Tobias. Also, ja, habt ihr alle eure Yorklef schon benannt? Also mein. Ach so, stimmt. Ich hab, was meinst du jetzt? Jack Rackham. Was? Wie heißt das? Jack Rackham. Charakter. Wie heißt denn der Mangaka von... One Piece? Nee, Eiichiro Oda, das weiß ich. Aber mein Yorklef ist halt nicht so cool wie der Mangaka von Oh, Piece. Ich kenne einen Mangaka, der hat ein Buch, eins geschrieben, das über Mythen geht. Über was? Über Mythen. Ja, aber nee, das ist zu cool für... Der Raubhund. Du musst eine Werbeeinblendung machen, kaufen Sie selbst. Da! Hiro nach Hiro Mashima. Ah, das ist ein Nagelotz. Thomas, wo hockst du? Ach so, da hockt ihr. Ja, Tobias wollte uns doch seine Hasen was zeigen. Ach so, also meine Hasen sind aber auch sehr süß, muss ich sagen. Mhm. Willst du mal einen echten Hasen sehen, Tobias? So. Ah, ich kann schon Rankenhieb. Ich kann auch schon, Ja, wenn du jetzt gesagt hättest, ich kann auch Rankenhieb, dann hätte ich dich erstmal gefragt, ob du doch wirklich das richtige Pokémon ausgesucht hast. Ja, das ist grün natürlich, das ist auch Otaro. Ich hab das, spezielle Bo-Surfer. Was? Es gab's doch mal in den vorherigen Teilen, die Pikachu-Surfer kommen. Ja, stimmt, aber die kriegst du nur durch ein Event, meine ich. Ich glaube, der. Am Anfang, da gab es so zufällig bei Gold. Jetzt bleib draußen, Marcel, wir warten noch auf Thomas hier gerade. Ach, stimmt. Ja, ich muss kurz heilen. Ach so. Dann kämpfe ich noch. Ja, nee, gerade dann zeige ich dir schon mal. Dann suchst du nach Thomas, da eigentlich mal weitergehen. Mhm, okay. Alter, tu dir eure Hasen austauschen. Ja, da red mit dem NPC da oben. Der gibt dir einen Trank. Ah. Übrigens, Thomas, du hast oben, du siehst ja diese F1-Bar und so, da kannst du Items hinlegen. Da lege ich auch immer meine.
Tränke und so. Ein wildes Jochkleff erscheint. Jochkleff. Jochkleff. Dieser Hunde, Alter, nimmt sie doch mal an die Leine. Stimmt eigentlich, wem gehören die eigentlich alle? Und wie, und wie oft vermehren die sich das hier so viel? Weißt du was, ich will es gar nicht wissen. Das sind einfach solche Ausläufer, wo die ganze Zeit sich vermehren wie Kanickel, Alter. Mhm. Alter, Vater. Die Hunde vermehren sich wie Kanickel. Ganz genau. Die Kanickel wie die Hunde. Boah, ich hab Angst um Ja, wie hast du deinen Jorkloff jetzt eigentlich genannt, Thomas? Tails. Tails? Ah, ja, okay, cool. Aber Tails ist eigentlich. So passt es, finde ich. Tails ist eigentlich irgendwie ein Fuchs, aber ich meine, so vom Farbschema her passt er schon einigermaßen, ne? Ja. So. Und wir achten alle drauf, wann wir auf die nächste Route kommen, dann dürfen wir wieder was fangen. Ja, dann kommt ihr jetzt erstmal ins nächste Dorf. Okay. Ja, gut, dann warte ich erstmal noch hier auf euch. Ah, wir sind schon ins nächste Dorf hier. Mhm. Tobias streicht durch das ganze Land und sucht weit und breit, das Pokémon ihm zu verstehen und seine Macht. Diese Macht verleiht. Dass ihm diese Macht verleiht. Ja. Was ihm diese Macht verleiht? Digimon! Du machst alles kaputt, Thomas! Du machst alles kaputt! Was kannst du eigentlich? Was kannst du? Ja, was kannst du eigentlich? Ich kann meinen Namen tanzen. Und sag gleich einiges. Danke. Und alle Leute, die hier von der Waldorfschule kommen, selber schuld, warum regt euch das auf? Gell, warum auch? Hä, hast du was gegen meine Schule? Ja. Bin ich ein bisschen, Holy shit. Schlecht. Ein bisschen schlecht. Ja, das kannst du gerne so sehen, aber das ist meine Meinung und zu der stehe ich. Sie ist fast in die Hose gegangen. Okay. Tobias und ich haben schon Hasenbabys ausgetauscht, ja. Ach so. So. Deswegen. Hast du eigentlich den einen Heiltrank da schon geholt, ja? Ich habe meinen schon geholt, ja. Ja. Und für Thomas habe ich jetzt keinen Nerv. Ich gehe ins nächste Dorf. Ja, warte, nein, wartet auf mich! Thomas. Nein! Thomas, dreh um. Ey, warum? Weil ich dir noch einen Heiltrank geben muss, du Arsch. Okay. Da, dieser NPC hat einen Heiltrank. Okay, ja, warte, ich komme. Naglox wurde besiegt. So. Du Held. Danke. Ein saurer Samen wurde aufgehoben. Ja, die droppen Items. Ja, da. So, der NPC dort. Ja, der hat einen Trank. Die treiben hier komische Spielchen. Ja, die haben einen Trank für dich. Natürlich wurde ich vor dem NPC nochmal angegriffen. Mhm. So, und da oben sind dann die Rivalen. Ja. Kämpfen die? Ja. Echt? Ja. Dann. Ja. Sollen wir vorher nochmal heilen, oder? Heilen ist was für Weicher. Sagt derjenige, der dreimal zurückgerannt ist, muss ich zu heilen. Stimmt. Also ich hoffe, dass meine Pokémon das aushalten. Guten Tag. Oh Gott, das wird kritisch. Die kämpfen wirklich. Wollen wir vorher nicht doch nochmal heilen? Wäre, glaube ich, etwas sinnvoller. Also meine Pokémon sind voll, ich habe eins auf Level 4 und eins auf Level 7, das sollte reichen. Ich kann aber unbedingt wissen, mal nachschauen, wie stark sie sind, wenn du Angst hast. Schau mal auf dem Poké-Wiki oder so nach, welches Level der ihre Pokémon hier haben. Nämlich, wir wollen hier nicht, dass die Nuzlocke nach, wie lange nehme ich auf, keine Ahnung, nach 15 Minuten vor zu Ende ist. Red nur für dich, mein Freund. Warte, ist es dann ein Stream oder eine Folge? Das ist wir streamen nicht, also keine Angst, sonst würden hier die Live-Kommentare schon längst zerfetzen. Achso. Wollte gerade sagen, die wollen mich alle sehen. Siehst du diese. Was ist das eigentlich, was hier im Wind weht? Was ist das? Was treibt ihr da für Spielchen dort vorne? Das geht dich gar nichts an. Also, ich höre irgendwas mit Hasen und wie der Wind weht. Also, Ende Route 2, das Ende Route 1. Gut, dann müssen wir kämpfen gegen Sharon, dann kämpfen wir gegen den anderen Kerl. Wie heißt der? Nee, gegen Bell kämpfen wir. Ich kann euch schon jetzt sagen, Alter, ich werde mein Vieh schon in der ersten Route verlieren. Wieso? Ja, ich tue die ganze Zeit durch Spam, weil ich schnell voran will. Mach das nicht. Und dann auch aus Versehen nochmal angreifen oder so. Gegen Bell kämpfen werden? Ja, ich habe gerade mit dem geredet. Der hat gesagt, Bell will sich mit dir messen. Also, eigentlich steht hier Kampf erst Ende Route 2 und das hier ist Route 1. Also.
Aber wir haben einen Otaro auf Level 7 und einen Yorklap auf Level 6, also nochmal Level. Also ich habe ein Serpifeu auf Level 8 und ein Hero. Ein Yorklap auf Level 4. Na, dann sollst du vielleicht dir so ein bisschen hochziehen. Ja, das stimmt echt. Was mich wundert, dass das an der Route ansteht, wie das ist. Wir haben ja schon gemerkt, bei Poker-MMO sind manche Sachen geändert worden. Ja, was ich sage, wahrscheinlich noch zusätzlich schwieriger macht. Ist vielleicht ein bisschen, ja, scheiße, dass man es das nachschauen, finde ich, aber... Es ist halt so ein bisschen nach Gefühl gemacht. Das letzte Mal, als wir nach Gefühl gemacht haben, Ja, da habe ich mich auch auf dein Gefühl verlassen. Du kennst mein Gefühl, Mann. Ja, ist ziemlich scheiße. Genauso wie dein Erinnerungsvermögen. Man nennt das Gedächtnis. So unter den Normies. Schade, ich hätte gedacht, ich kann ein bisschen abkürzen. Wo bist du gerade, Thomas? Was machst du eigentlich die ganze Zeit? Rennst du im Kreis? Ich bin nicht hierher gekommen. Finde. Wie heißt? Ich habe geguckt, weil es gibt ja auch zum Beispiel in den Einstellungen Animationen ausstellen. Das bedeutet, du wirst sofort angegriffen. So, ja, gibt's das ja auch. Nee, ich habe ja gerade nachgeschaut, ob ich so abkürzen kann. Das hätte ich euch so nicht gesagt. ja, wo seid ihr? Ja, trainieren. Er geht pumpen. 1 und 2 und 1 und 2. Nagelotz, noch 30 Kilo mehr. Ach ja, stimmt, du hast einen Nagelotz. Du bist der einzige von uns, der kein Yorklap gefangen hat. Ich muss sagen, ein Nagelotz auch ungemein cooler als Yorklap. Ja, jetzt, ja, das nimmt als Ausrede, weil das gefangen hat. Yorklap ist halt so das Standardviech, ne? Ja, und Nagelotz ist ein fucking Erdmännchen. Es ist wie Timon. Ich hätte es eigentlich am liebsten Timon genannt. Aber ich muss es ja Piraten nennen. Oh, fuck, Mann. Doch, es gibt bestimmt einen Pirat, der Timo hieß. Timo, der Pirat. Nee. Trinkt am liebsten Rob Bubble. Ja, und Pumba sein erster Mart. Herr Timon und Pumba. So, das erinnert uns, mich an unsere Karaoke nach Tobias. Gott. So, zuerst reden sie über die Hasen, dann die Karaoke nach. Ja, Tobias und ich haben ein Duett gesungen, das war wundervoll. Leb deinen Traum, denn er wird. Ich habe eigentlich über Hakuna Matata geredet, aber okay. Ich weiß, aber ich wollte nicht mehr dran erinnert werden. Hä, hey, warum kam der zuerst dran? Also das waren eindeutig Hex. Weil sie besser sind wie du. Was lebt damit? Nee, genau, das ist ja. Niemand darf besser sein als Sex. Sex? Ja, genau. Das, was Thomas nicht hat? Wo seid ihr jetzt? Seid ihr jetzt wieder nach vorne gelaufen? Ich bin bei der komischen Troller, also, die mich gerade anschaut. Ich laufe jetzt bis ganz nach oben durch, ja. Heißt ihr, geht die Sache an, ja? Ja. Oh, shit, tun wir jetzt gegen die kämpfen? Ja, deswegen bin ich ja so zögerlich. Thomas, der Professor, Alter. Du kannst doch einfach Nein klicken und dann kämpft ihr nicht gegeneinander. Ich weiß, aber ich habe schon Ja gedrückt. Ja, wie sieht's aus? Was haben die für Pokémon? Ey, ihr seid schon durch? Thomas hat die einfach über... Ach so, er kämpft gar nicht. Wir kämpfen nicht gegen die. Ach so, ja, da stand irgendwie, wir kämpfen jetzt. Ich habe schon voll Paranoia bekommen. Kann ich dem einen sein Rad klauen, wenn ich den runterkomme? Wir kämpfen erst gegen die Ende der Route 2, so. Also... Ja, wo seid ihr jetzt hin? Ich bin Pokémon. Wir gehen jetzt nach oben. Nach oben durch. Also ich bin jetzt noch ganz unten, aber dann gehe ich gleich nach oben. Aber wohin seid... Wo seid ihr? Der Thomas ist schon durchgerannt. Poké Center, okay. Steht die also drüber? Also, dass ich nicht warten kann. Kann ich ja nichts für. Ist ja nicht mein Bruder. Also Thomas, bitte jetzt noch nicht nach vorne, sonst kommen Tobias und ich nicht nach. Ja, nee, ich gehe wieder in die Route zurück wieder. Gleich. Ich muss an dem Punkt kurz mal sagen, es war die beste Entscheidung, Poké Center und Pokémarkt zu... Marcel, du Analphabet, der fragt nicht, ob er gegen dich kämpfen will, der fragt, ob ihr eure Pokémon vergleichen wollt, die Menge, die ihr habt. Ach so. Ich hab's übersprungen, ich hab nur Bälle mit dir messen und so, dachte ich schon so, oh, okay. Ich hab gerade ungefähr eine Minute mindestens verschwendet, weil ich mit der Frau die ganze Zeit geredet habe, hab gedacht, sie sagt was Neues und die hat zehnmal den gleichen Satz gesagt, ich hab die ganze Zeit nur gedrückt. Es ist halt jetzt im Pokémon Center drinnen, ne? Ja. Ja. Thomas und ich shoppen gerade. Dam, dam, dam. Kaufen mir die neuen G. Dun, 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 d
Also irgendwie ist die Generation 5 sehr von Effizienz geprägt. Die haben so, so viel Gelaber, Alter. In Sonne und Mond fand ich das aber sogar fast genauso schlimm. Ja, hier ist halt... Aber der Unterschied zwischen dem, was du mir in Sonne und Mond beschrieben hast, und dem hier, sie lassen sich zwischendrin immer wieder kleine Passagen spielen. Ja gut, das stimmt tatsächlich. Verkaufen, kaufen, nee. Ich meine, du könntest auf dem Weg bis dahin, wenn du scheiße bist, schon fünfmal verreckt sein. Ja gut, wenn du richtig scheiße bist, ja. Aber ich meine, Thomas ist ja hier die Messlatte, der hat noch nicht verloren. Ja. Thomas, geh mal hinten, du wirst sterben. Wart's ab. Ich hab das jetzt gesagt und jetzt wird Thomas auf der nächsten Route verrecken. Thomas, wo hockst denn du? Ich wurde rausgezogen. Zu den Thomas, lass dich nicht Leuten. Von Pädophilen kidnappen. Oh mein Gott. Ich wurde rausgezogen. Geht mal bitte nach links, da sind solche komischen Leute, die haben mich angesprochen. Ja. Thomas, das sind die Pädophilen. Das sind so komische Leute, die haben mich angesprochen. Und die haben mich rausgezogen. Nein, Thomas, nicht in den Van. Geh nicht in den Van. Pass auf, das sind die Anhänger des Imperators Dumiesel. Mhm. Zeugen Jehovas. Genau. Die Zeugen Dumiesels. Nee, eigentlich Zeugen Arceus, oder? Ich weiß immer nicht, ob man es Arceus oder Arceus oder Arceus oder wie auch immer ausspricht. Also im Englischen ist es Arceus. Ich kenn's eigentlich auch als Arceus. Oh nein, ich kämpf gegen den. Was? Hä? Ja, ich sehe Pokémon über dir. Ja, du gleich. Alter, der hat ein, wie heißt's? Ein Groudon. Thomas, das glaubt ja keiner. Und das auch noch sehr wenig. Die Leute kennen sich Pokémon aus. Ah, da ist doch der Typ mit den grünen Haaren. Ja, L oder N. Oder so. L oder N oder A oder B oder C. Nee, N war... Ich glaube, N war's, weil L war ja der Spast von Death Note. Ja. Danke. Ja, N war's, genau. Warum hast du jetzt Danke gesagt? Ja, ne, einfach so einen Raum gemisst. Ja, einfach Alter, mein rechter Finger tut schon weh vom B-Knopf spammen. Hätte ich jetzt auch als Ausrede genommen. Ah, okay, da benutzt N. Heißt N, sorry. Benutzt N. Okay, der hat ein Pokémon auf Level... Stirb nicht. Oh Gott. Der hat ein Pokémon auf Level 4, auf Level 5. Schau mal. Das zweite habe ich noch nicht gesehen. Also Tobias, brace yourself. Ich hab mir im Pokémon-Markt übrigens zwei Tränke gekauft. Das solltet ihr auch machen. Das andere ist so eine Katzi. Oh und shit, das ist... Der hat Zoroa. Also dieses Viech, was ich später dieses Phantom-Pokémon... Das heißt Felilo. Der hat bei mir Felilo zuerst benutzt, nach Zoroa. Achso. Wo hat das Zoroa her? Das hat er im Originalspiel nicht? Doch, natürlich hat er es im Originalspiel. Das ist dem sein Signature-Pokémon, Mann. Nein, das ist er nicht. Da bin ich mal ziemlich sicher. Sekunde, das google ich jetzt. Okay, dann google das meinetwegen. Ist dem sein Signature-Pokémon, Mann. Nein, ist es nicht. Doch. Nein. Wenn du jetzt nicht brav bist, dann gehen wir nach Hause, Tobias. Will aber. Hallo, aufpassen, die Männer schleppen euch sonst wieder mit. Ja, du bist unter 18, Thomas. Du bist der einzige Interessante für die. Ich wollte gerade sagen. Achtung. Ich habe gerade rausgefunden, wie der mit vollem Namen heißt. Oh Gott, sag. Natural Harmonia Gropius. Du verarschst mich jetzt. Nein, geh aufs Wiki. Ich kann nicht, weil der Ton sonst bei mir ausgeht. Weißt du, der hat bestimmt einfach irgendwas gesucht von Piraten. Nein, also, Tobias lügt uns an, das kann nicht sein. Ich verarsch euch jetzt wirklich nicht. Hast aber nachgeschaut, dass du falsch liegst. Das ist dem sein Signature-Pokémon. Nein, sein Signature-Pokémon ist Felilu. Das hat er im Originalspiel alleine, als einziges. Niemals. Doch. Hä? Oh, ich hab's ja schon zweimal gehalten und ich frag mich die ganze Zeit, warum ich ihn nicht weg kann. Ach so, Thomas hockt schon im Pokémon-Center, Alter. Der blaue Blitz hier geht voraus. Mio. Wie kann man rennen? Noch gar nicht, oder? Stimmt eigentlich noch gar nicht. Wieso kann man noch nicht rennen? Tobias, wann kriegt man die Turbo-Treter hier? Gleich. Weißt du, die gibt's gar nicht in dem Spiel, haben sie rausgepatcht. Thomas, wo hockst du denn jetzt schon wieder? Ich bin unten, in dem, Route 1. Warum? Leveln. Ja, aber... Ja, okay. Tobias, aber schon. Meinetwegen. Fuck.
Es hängt total hinterher wegen Ding. Ja, genau. Kommt ja, Thomas, aber wir warten danach auf Tobias, ne? Also. Aber ich darf unten weiterkämpfen. Ja, also sonst levelst du uns hier davon. Okay, gut. Dann warte ich. Ich sehe jetzt auch noch schnell das Yorkleff. Und übrigens, Thomas, bei so wichtigen Kämpfen, wenn du schon fertig bist, du kannst mit einem Rechtsklick kannst du uns zuschauen in Spectator-Mode. Oh, cool. Das ist ja. Du hast mir jetzt gerade zu und siehst, wie ich mich gerade total blamiert habe. Ich habe jetzt gerade nicht zugeschaut, ich bin mit Thomas unten leveln gegangen. Ja, ja, wir gehen nicht leveln, damit wenn Tobi nicht so weit vorausgehen. Ja, ja, ihr mich auch. Ich habe euch lieb. Eigentlich nicht. Tobias ist speziell. Wir dürfen ihn nicht hinter uns lassen. Ich hasse euch. Thomas, kommst du dann zu Tobias rüber? Ja, gleich. Was machst du da? Ach, halt dein Fress. Ja, was halt dich, meine ich. Was hab ich jetzt gemacht? Bist du der echte Fress? Genau. Was zum Fick? Was denn? Hä? Was ist gerade passiert? Wo ist du? Achso, Tobias ist abgehauen, okay. Ja, ich bin heimgegangen, weil mich nicht mal dabei haben wollte. Das ist ein Hacker. Oh, Hacker. Abfalleimer. Der Thomas wieder direkt zum Mülleimer. Ja, da war ein Hyperdrang drin. Also. Niemals. Lass auf. Und Marcel rennt immer das zweite Mal hinterher. Lass mich, ich muss das Fakt checken. Weißt ey, Thomas, bricht hier wieder in fremde Häuser ein? Ja. Haben Sie einen Mülleimer? Kann ich den durchsuchen? Das Mülleimer. Oder schlafen Sie da drinnen? Aufwachen und aus dem Mülleimer raus, ich muss den durchsuchen. Hey, wo seid ihr? Wir sind schon vorne und untersuchen hier die Mülleimer. Kommt, in dem Mülleimer ist nichts drin. Och nö. In dem Mülleimer ist nichts drin. Nö. Ah, Thomas, wartet mal alle. Nein, jetzt hat's geklingelt. Hä? Ja. The species of Pokémon is too shy to come off the Pokéball. Ja, das mag ich. Irgendwas klingelt? Wir sind Sprite nicht haben. Ich hab Turbo-Treter. Wo? Was hält das denn die ganzen Sprites aus Pokémon Silber und Gold, ne? Wahrscheinlich wird es hier für die Sprites nicht geben, für die Pokémon der 5. Generation. Ah, achso, das nur Pokémon bis zur 4. Generation. Oder? Genau. Okay. Ey, warte mal auf mich. Wow. Thomas ist jetzt noch schneller als davor. Ja. Sonic hat den Supermodus aktiviert. Das ist Super Sonic. Supersonic Speed. Ja, Thomas, komm. Jetzt aufs. Warte mal, neue Route. Genau, neues Pokémon. Thomas, bereit? Ich krieg ein Fililu. Achso, ist es eine neue Route? Ja, guck mal, oben links steht bei dir Route 2. Oben links, warte, oben rechts, oben rums. Bei dem Interface oben links steht Route 2. Ja, nee, ich tu kurz noch was bringen. Probleme? So, dann kommt die B-Taste auf das. Achso, du legst noch deine Tasten um, okay. Genau, nee, weil Q ist ein bisschen umständlich beim Rennen, wenn du WASD drückst. Ja, ist verständlich. Deswegen habe ich es auf Leertaste gelegt. Also Thomas, was hast du? Geil, Alter, Nagelotz. Übrigens, Thomas, wenn wir zweimal dasselbe Pokémon sehen, also wenn du jetzt, sagen wir mal, nochmal einen Yorkleff siehst, so wie ich jetzt beispielsweise, dann darfst du nochmal, dann hast du noch einen Versuch. Oder noch zwei? Wie war das, Tobias? Wenn du dreimal hintereinander einen Yorkleff findest, obwohl du einen Yorkleff schon hast, dann darfst du das Yorkleff trotzdem behalten. Dann musst du es. Ja, dann musst du es trotzdem behalten, genau. Ey, Alter. Ich will jetzt nicht noch einen scheiß Yorkleff, ey. Ich hab einen Fililu. Alter, ich hab einen Nagelotz, das kann schon Biss. Oha, du hast ein Pokémon, das kann zubeißen. Alter! Können wir diese drei Dinger-Regel nicht aufheben? Von mir aus. Alter! Das war jetzt, glaube ich, bei allen drei Spielen musste ich mir nochmal dasselbe Pokémon von vorne fangen. Ist es weiblich, mein Viech? Also von mir aus kann man das gerne machen, wenn es euch so auf den Keks geht. Nämlich das, sonst habe ich irgendwann ein ganzes Team voll mit Yorklefs. Der ist doch geil, Alter. Okay, dann hole ich mir auch einen Nagelotz, Mann. Oh, die sind ja schon Level 7. Hä, wie kann ich meinen denn? Hä, weißt du es nicht, Thomas? Nein, ich meine gerade welchen. Achso, welcher Sonic-Charakter? Ja, genau. Weiblich ist beispielsweise Cream. Ja, würde ich jetzt auch nehmen, Cream. Hast du übrigens nur einen Versuch, die zu benennen, gell? Ich weiß. Deswegen werden alle irgendwie dumm heute. Verpasst. Bei mir ist es dann, bevor ich meine Tasten nicht mehr finde. Wer passt denn zu
Niemand. Fililu. Oh nein! Was? Ich habe jetzt gerade Fililu als das nächste Pokémon. Das Pechmann, doch cool Pechmann. Halt. Hast du schon eins gefangen gehabt? Nee. Ich meine, aber das wäre cool gewesen. Nee, er hat schon eins gefangen. Ah, gut, weil ich habe ja schon. Ah, Telegram. Das ist nicht sehr effektiv. Was sind das? Oh. Du siehst übrigens schon im Interface, ob das, ob das effektiv ist oder nicht. Ich hab grad. Also, meine Katz heißt jetzt Pierre Lecras. Alter, nein. Was, wie? Pierre Lecras. Ich weiß nicht, dass es ausgesprochen wird. Okay. Ich google gerade nach. Inuyasha. Ich möchte nämlich gerne die Mangaka von. An alle Leute, die jetzt meinen, hey, das sind doch eigentlich alles Piraten aus One Piece oder die kommen in One Piece vor, ja, da hat sich oder dran in. Ich kann sagen, das stimmt daran auch. Da. Das war ich. Fakt checke nochmal. Ich meine. Superball gefunden. Cool. Rumiko Taka. Nein! Empfehlilu erscheint ein Wildes. Da ist ja ein Gegner. Oh. Thomas? Ist das? Ja. Das ist dann ein Gegner, den habe ich nicht gesehen. Okay, danke, dass du uns vorwarnst. Verreckst du? Thomas, sei ich ehrlich, verreckst du? Und wenn nein, warum nicht? Ey. Ey. Ich sure. Sure, Alter, Mann. Das oh Ding, Mann. Ich kann halt kein Viech mehr austauschen, hoffentlich schaffst du das, weil. Ey, hast du keinen Trank? Hab ich schon benutzt. Aber du weißt schon, dass wenn deine Viecher sterben, du in die Box tun musst, ne? Also, ja, ich weiß, deswegen hoffe ich gerade. Weil mein Viech hat noch ein HP. Dann tausch vielleicht aus, oder? Ja, die anderen haben auch ein HP, circa. Alter! Warte mal, ich guck. Nice, hab's geschafft. Okay, dann Thomas, sei jetzt bitte vorsichtig, dass nicht direkt noch ein Kampf läufst, gell? Alter. Ist. Thomas, vorsichtig. Ja, das ist easy. Also, ich sag dir jetzt, was du machst. Du gehst runter. Rennst wieder ins Pokémon Center und holst dir dort Tränke. Und verhält sich ansonsten auch wie eine kleine Pussy. Ey, ernsthaft? Der ist kurz vorm Verrecken. Der sollte jetzt besser aufpassen, wenn er. Ja, klar. Also, ich soll nicht wie Tobinato fahren. Tobinato? Ja, das Tor-LP. Achso. Fick dich. Dann habe ich so uralt. Ja, das Tor-LP hasse ich auch voll. Der ist voll furchtbar. Alter, fickt euch. Hä? Nein, den habe ich schon mal in Real Life getroffen und der hat mir schon mal eine Geschichte erzählt. Das war voll cool. Ja, der ist eigentlich Geschichtenerzähler, gell? Ja. Marcel, ich hoffe, dein Starter verreckt wieder. Wobei, ey. So wie du spielst, ist das sehr wahrscheinlich. Also brauchst du mir keine Gedanken machen. Ey, Thomas ist hier der am gefährdetsten ist, gell? Ohne Scheiß. Ich suche hier gerade wieder jeden Mülleimer. Alter. Aber er hat noch keine Nuzlocke, in der ich dabei war, die ich mitbekommen habe, es so weit geschafft, seinen Starter verrecken zu lassen. Das ist faktisch korrekt, aber im letzten habe ich dich selbst ohne Starter besiegt, okay? Ja, aber einfach nur, weil es Arnschie-Scheiße gegen mich war. Ich gehe zurück zu Thomas und heile mich auch. Du heilst dich bei mir? Ja. Entschuldigung, ich wollte natürlich nicht zu dir in den Mülleimer. Nicht? Nee. Trainiere an meine Pokémon. Im Mülleimer. In Haupt und Höhe. Im Mülleimer, ja? Genau. Ja, die brauchen Zuneigung, wenn sie schwach sind. Ah, jetzt wieder die. Übrigens, kauft euch Tränke, ne? Ganz wichtig. Was ist das? Ein Cocktail, Thomas. Ein Cocktail. Kann man die benutzen, um Pokémon zu heilen? Ja. Warum? Wo kriege ich die? Im Supermarkt. Oh. Sind praktisch? Ich glaube nicht, dass Tobias das ernst meint, Thomas. Wo hocken wir jetzt? Ja, ich kämpfe gegen den Teenager. Ach, du bist erst beim Teenager, Mann? Ja, Thomas, wo hockst du? Ach. So, da und dort. Sag doch wir einfach. Überall. Thomas hängt wieder an dem Mülleimer. Ich schwör's dir. Ja, er muss inspizieren, ob darin Leute geschlafen haben. Genau. Guten Tag. Ja, befindet sich da drin jemand? Kommen Sie raus mit erhobenen Händen. Nein, ich bin Hotelfahrer.
Kaffbrau tun. Ich muss die Betten überziehen in den Mülleimern. Die Mülleimer überziehen? Genau. Nein, die Müllbeutel wechseln. Ja, also Thomas, bist noch in der Stadt. Genau. Okay. But why? Was ich meine, wie gesagt, ich durchsuche die Mülleimer. Ja, aber du sagst uns schon, wenn du was findest, gell? Ach so, soll ich das sagen? Kameradschaft? Wie wär's damit? Ich habe ja auch gesagt, vorhin der Typ ist mit dem Supertrank. Achso, ja. Okay, gut. Im ersten, ich weiß nicht mehr, ob es im ersten oder zweiten Haus war, du bekommst dort in der zweiten Etage, in der ersten Etage einen Pokerball geschenkt. Ja, gut, ein Pokerball. Wie steht's denn mit euren Leveln? Ich bin 7, 8, 9. Ich bin. 7, 9. 17? Ah, nee, das ist die EP. Quatsch. 17? Level 9, 9 und 7. Und 9. 5, 7, 9. Was? 9, 9, 7? Ja. Ja, der levelt doch die ganze Zeit schon vor, der Arsch. Ja, jetzt bin ich wieder hier, Weser. Jetzt bist du wieder hier, ja. Ja, ja, und trotzdem verhängt dir deine Pokémon andauernd, Thomas. Denk mal drüber nach. Ja, Ganz ruhig. Ich kann es kaum erwarten, endlich ein älteres Pokémon zu fangen, das es aus dem Pokéball rausholen kann. Ja, richtig. Ah ja, übrigens, Thomas, ich weiß nicht, ob ich dir das schon erzählt habe, aber du kannst die Pokémon hier hinter dir herlaufen lassen. Ja, das war ja in der Version, gab's das ja. Nee, in dieser Version gab's das Original nicht. Echt? Okay. Das gab's nur in Silber und... Und Hard Gold, stimmt, genau. Bitte setz nicht Tackle an. Ja, Hälfte Leben, also ja, guten Morgen. Hälfte Leben, Alter, ich ja. Hast du was gegen mich? Ja. Ja. Okay. Tobias ungefragt sagt einfach auch ja. Also auf die Frage muss man einfach nur mit. Auf diese Frage gibt es nur eine korrekte Antwort. Einzelne. Hey du, ich mach's ganz tolles. Ach komm, zeig einfach. Hopp, rein in Olga. Oh. Was ist denn? Warte, ich schau zu. Also irgendwie will ich wieder zurück zu meinem Rum. Deinem Rum? Ja, mein Rum. Tobias hat davor alles seine Pokémon nach Alkohol benannt. Ja. Achso, ich hab schon gedacht, er trinkt während der Aufnahme. Ich will wieder zurück zum Rum. Wo ist mein Rum? Warum ist der Rum leer? Where is the Rum Gun? Thomas, jetzt aber nicht mehr leveln, gell? Tobias kommt sonst nicht mehr nach. Achso. Steht da irgendwas interessant? Ja, was ich noch kurz frage. Ja, ich muss hier aber vorbei, dort ist noch ein Trainer. Hä, wo? Ja, warte, wo seid ihr jetzt alle? Ich bin bei dir. Also du rennst gerade von mir weg. Hallo, ja, wo ich Thomas? Da. Ja, ich bin gerade nochmal zur City geraced. Keine Ahnung. Hine. Aber Marcel, seit wann hast du graue Haare eigentlich? Ich habe weiße Haare, okay. Es gibt einfach nur kein weißeres Weiß. Ich hab blau. Ich hab blau und durchsuche Mülleimer. Also das letzte Mal, als ich dich gesehen habe, warst du ja ein Ginger, ne? Ich. Was? Ja. Ich? Also in RL jetzt. Ja? Wer jetzt? Er jetzt? Ich bin ja, doch kein Ginger. Ginger. Doch, du bist ein Ginger. Echt? Ja. Achso, ja. Hä? Oh. Ja? Checks. Hast keine Seele, also. Muss so ein Ginger sein. Achso, ich hätte jetzt gedacht, okay. Thomas, wo, Tobias und ich laufen jetzt vor. Wo hockst du? Ja, ich bin gerade auf dem Weg zu euch. Soll ich den Viechern jetzt einfach ausweichen? Thomas, wir kommen hinter dir her. Wir sind noch gar nicht dort. Ja, nein, ich bin hinter euch. Du bist vor uns. Wir laufen gerade an dir vorbei. Oh, hoppla. Thomas, deine Inkompetenz wird nur durch deine Ineffizienz geschlagen. Danke. Und durch mich. Also soll ich nicht weiter leveln? Nee, weil du bist jetzt mit uns, von uns allen mit Abstand der Stärkste. Ach. Und das sage ich nicht gerne. Er will der Allerbeste sein. Und dafür ist er ein Arsch. Dann. Oh, ich laufe einen Schritt und schon wieder ein Viech. Yes, das ist Marie. Thomas ist halt ein Pokémon-Magnet, ne? Ja, und ich ziehe nur Weibliche an. Mhm. Alter, der hat zweimal in Folge einen Volltreffer gelandet, der Arsch. Bist du tot? Ja, mein Fililu ist gestorben. Oh, shit. Ja, aber du rechst doch nicht zweimal hintereinander einen Volltreffer mit abzubekommen. Okay, dann warten wir kurz, bis Tobias seinen Fililu bestattet hat. Ja. Ich hätte fast begattet gesagt.
spielen Marcel, willst. Ich weiß, wie du so furry stehst. Guten Tag. Guten Tag. Dann warten wir jetzt kurz bis Tobias, ne? Thomas, ja. Hast du Tränke eingekauft? Ja. Aber mal im Ernst, wer rechnet denn bitte damit, dass man zweimal hintereinander gekrittet wird? Ja, ja, macht sich aber dann lustig, dass meine Viecher gestorben sind, ne? Hat's. Ja, aber bei dir war das Unfähigkeit, weil du nicht wusstest, wie Geduld funktioniert. Ja, aber das ist keine Unfähigkeit, ich wusste es einfach nur nicht. Und ironischerweise hat mein Nagelotz jetzt selber Geduld gelernt. Ich gehe nochmal in die City und hol mir ein bisschen was. Was holst du dir? Mülleimer? Ja, nee, hol mir noch ein paar Tränke. Okay. Dann, Anwesend das geschenkte Pokémon darf man auch behalten, darf trotzdem auf der Route noch eins fangen, wenn man es auf der Route bekommt. Geschenkte Pokémon darf man behalten. Sehe ich auch so. Kurze Frage bekommen wir. Ja, stimmt, bestimmt. Also ich warte am Schild auf euch, ne? Ja, ich bin noch kurz beim Supermarkt. Tränke holen. Das ist so teuer, was haben die? Oh. Das ist immer so teuer. Mhm. Thomas muss dir deine Tränke auf eBay holen. Nee, ich hol sie mir aus dem Müll immer. Die sehen immer gut, weißt du? Und am billigsten, ja. Ja. Vor allem, ich frag mich, ob die dann wirklich auch noch. Naja, ob man die wirklich nehmen sollte, wenn man so eine Müller findet. Stell dir mal vor, das ist so, aus Versehen, anstatt ein Trank, findest du irgendwie so Heroin oder irgendwie sowas, gibst du dann deinem Pokémon. Und dann geht das so. AP Plus, Marcel. Was? Sind wir dann AP Plus? Genau, AP Plus, genau. Ich laufe gerade einen Schritt die ganze Zeit und werde die ganze Zeit angegriffen. Ich glaube, ich mache noch etwas lauter. Schon wieder. Musik an. Ich bin gerade drei Felder gelaufen, dreimal angegriffen worden. Wir sehen uns in 2019. Mhm. Ja. Oh. Hallo. Kann ich mit ihm reden? Cool. Hallo. Ist das eine neue Route? Nee, oben links siehst du, auf welcher Route sind. Tobias, walkst du? Ja, ich muss nochmal nachkommen, weil irgendwie mit zwei Pokémon müsste ich jetzt ein bisschen nochmal nachleveln. Ja gut, das stimmt. Lauf keinen Schritt weiter, bitte. Warum? Oh, scheiße. Nein! Und du hast mich noch gewarnt! Ich warte. Ich tu nicht klicken. Du tust nicht was? Ich tu nicht weiterklicken. Tu die Frau nicht bekämpfen. Thomas bekämpft keine Frauen. Das ist etwas laut, ha? Ich schlag die sofort zusammen. Du hast... Was hast du gerade gesagt? Nix. Was? Flat Earth ist my city. Boah, Alter, ich muss sagen, ich mag den Chat gerade auch, ja. Welchen Chat? Warte, was? Look at all these toxic betas. What's next after the Sapphire is done? Dino Lai Monshru? White Woods? Ich hab dich schon öfters angeflüstert, Marcel. English motherfucker, this is the English chat, take your Hispanic. Also ich find's gut, dass ihr alle so freundlich sind. Ja. Naja, so höflich und vor allen Dingen. Ja. People now he is stupid, irre, so hess, rein, be smart und hör auf. Boah, Scheiße, was geht in diesem Chat ab? Alter. Voll. Ah, ich kann keinen Global Chat machen, ich bin noch kein... Schreien. Hallo. Oh cool, das siehst du, wenn ich schreie. Tobias und ich schreiben in Englisch. Und Thomas, hallo. Hallo. Schreibst auch, dich sehe ich gar nicht da drin. Was? Dich sehe ich da drin gar nicht. Doch, ich ich müsste grün sein, oder? Also ich sehe dich nicht drin. Warte, kannst du das lesen, was ich schreibe? Ja, ich lese auch, was du Thomas! Euch. Stop it now. Tobias, walkst du? Ich bin gerade im Chat am Trollen. Ja, aber willst du nicht leveln? Ja, ich komm schon nach. Ich beeil mich ja schon. Okay, ich kann. We can go back to the Earth being flat topic. Wie geil. Die
unterhalten sich über die flache Erde. Ich schaue zu lang bei Thomas zu. Ja, Thomas, die schaffst du locker. Alter, ne, die macht jetzt gleich so One-Hit, ey. Ja, die benutzt jetzt gleich Hyperstrahl, pass auf. Ja, genau, so Hydro-Pumpe und so. Problem ist, ich muss den Hit wahrscheinlich gleich wechseln, weil wenn der One-Hit hat. Ja, obwohl, ne, den machst du fertig. Ja, okay. Muss nicht mehr großartig wechseln. 100, oh. Ui. 112, ja. Geduld habe ich gelernt. Ja, habe ich auch gelernt. Cool. Ist irgendwie eine Attacke, die ich nie einsetze, aber... Also so wie ich in vergangenen Spielen gelernt habe, ist das sehr gut, wenn du einen starken Gegner hast. Tobias, wo bleibst du? Ich schau mal kurz nach, was ich... Ich komm schon. Müssen wir nachschauen, schon. Wo du hockst. Thomas, nein, nicht. Nee, Thomas. Nein. Bleib oben. Tobias kommt gleich nach. Hoffe ich. Ah, da ist er. Ja, da oben drin. Ich finde das Bumsgeräusch so lustig, dass man gegen irgendwas läuft. Das habe ich nicht. Nicht? Nee, irgendwie nicht. Dieses Bum, Bum, gell? Genau. Nö, ich hab das nicht. Warte mal. Warte. Hast du dir das DLC gekauft? Welches DLC? Ja, das mit extra Geräuschen. Ja, Poker-DLC, klar. Oh, and Waffles, I can't believe they think dinosaurs to be a lie, lol. Warum habt ihr einen anderen Chat für ich? Because ey, Tobias, du hast kein Recht hier zu chatten, du musst hier scheiße verdammt nochmal leveln, okay? Schon bei euch. Okay, dann geht's weiter. Level. Ah, nee, warte, Tobias ist noch kurz ein... Oh, ich schau ihm zu. Ich schau ihm auch zu. Flüsterfenster. Oh, cool, ich kann mit ihm... Flüstern, Warte auf den Zug des Gegners. Du bist also ein warum? Achso, ich wollte gerade fragen, warum nur noch zwei Pokémon. Okay. Alter, dieser Chat, ey. Holy shit. Alter, die rasten ja richtig aus. Also die beleidigen sich von. Holy shit. Ich meine, jeder öffentliche Chat ist so, aber. Vor allem die aus China, die rasten auch aus. Ich weiß gar nicht. Haben die, kurze Frage, in China und so, haben die dann auch so eine Tastatur, wo solche komischen Zeichen aus sind? Japanische und chinesische Tastaturen, da sind diese, ja. Achso. Hey Leute, ihr müsst nicht glauben, ich müsste mal ins Pokémon Center. Oh Mann, kannst nicht kurz mal ohne... Aber ich muss doch so dringend, Marcel. Okay, komm. Hallo, kurz durchhalten ohne, ja. Okay, Thomas, nix fangen, ist noch keine neue Route. Ja, ich weiß. Klatscht jetzt alle an weg. Ich nehme den Chat kurz raus, das wird sonst vielleicht etwas... Ja, langsam. Kurze Frage, darf ich die jetzt noch bekämpfen? Was? Bekämpfen Nein. Darfst du, klar, aber nicht fangen. Ja, ne, ich wollte jetzt alle wegbursten. Wo kann ich denn den Chat hier... Oh, cool, ist zurückgeschreckt. Da oben in der Ecke ist so Pfeil nach unten, wenn du da drauf drückst. Ah, Tatsache, dankeschön. Kurze Frage. Was? Kann es sein, dass, weil irgendwie kommt es mir so vor, dass das, wie heißt, dass wenn man Biss öfters hintereinander einsetzt und man einmal schon mal hatte, dass das Zurückschrecken aktiviert ist, dass es öfters klappt? Zurückschrecken, warte mal, wenn du drüber hoverst, also deinen Mauspfeil auf dem Biss lässt, dann steht da dabei 30%ige Chance, den Gegner zurückschrecken zu lassen. Das heißt, cool. Stochastisch gesehen tut jeder dritte Angriff den Gegner zurückschrecken lassen. Oh. Das war ein sehr intelligenter Satz, auf den bin ich stolz. Ja, also du kannst auch stolz sein. Ich weiß. Okay, ich werde angegriffen. Angegriffen? Also von einem Enemy. Ach, ich dachte schon wieder die Pädophilen. Ja, die auch. Soll ich so riskieren und mit dem angreifen? Thomas traut sich was hier. Ja, Thomas, wir stehen auf, wir drehen auf. Wir halten fest zusammen. Bitte. Jeder von uns muss ein Sieger sein, Kämpfer sein, oder wie auch immer. Keiner vor mir war. Hä? Das ist der komplett falsche Song. Ja, nee, ist richtig. Ist richtig falsch, ne, Thomas? Genau.
Komm schon, das schaffe ich noch. Yes! Tschüss, Jochlef. Also, mein Jochlef ist jetzt Level 10 und somit das stärkste Partymitglied, Mann. Ja. Gut, meine sind 999. Marcel, bist du auf den Hund gekommen? So viel lustig. Ich weiß, ich bin ja cool. Ja, also hier hockt noch ein Senec und wo hockt eins Tobias? So, eins Tobias sitzt im Pokémon Center, weil beide Pokémon, die ja noch hart rot sind. Was ich gehe auch kurz ins Pokémon Center. Thomas, hier oben. Oh, ist da ein Pokémon Center? Nein, aber nee, nicht oben, rechts. Also. Ja, meint ja, ist da Pokémon Center. Nee, aber das sind zwei Pokébälle, die du einsammeln kannst. Oh. Marcel, also es tut mir leid, wie sehr ich mich im vorigen Video um dich lustig gemacht habe. Ich hätte mich wesentlich mehr über dich lustig machen sollen. Okay, Status-Update, wo hockt ihr jetzt alle? Beim Pokémon Center zurück. Ich bin beim Pokémon Center. Okay, dann komme ich kurz zurück. Ich bin auf dem Weg zurück. Okay, ich sehe dich, Tobias, wir kommen dann danach noch. Ja. Ich finde es schön, dass der Schatten von Pokémon Center meinen Weg blockiert. Finde ich schön. Was? Ja, da gibt es nämlich so einen Schatten beim Pokémon Center. Im Sinne von eine schattige Gestalt, oder? Nee, den Schatten des Pokémon Centers. Also quasi den Schatten des Hauses. Ist das eine Metapher? Der Schatten, die böse Seite des Pokémon Centers? Ja, es ist. Er kann die Oma mal weggehen, aber ich klatsche die gleich weg. Aus dem Weg, Lady, ich muss zu diesem Mülleimer. Und sie werden mich nicht daran hindern. Ich hab. Das vorgerannt habt ihr gar nicht geheilt. Ja. Nee, jetzt wirklich. Oh, ein Felilu. Da habe ich doch so schöne Erinnerungen dran. Verdammte Scheiße, ey. 10, die ganzen drei Kämpfe, die du damit hattest. Time to say goodbye. In the arms of an angel. treffen wir uns dann kurz, bevor es weitergeht, oder? So. Übrigens rechts. Oh, ich hab einen scharfen Samen bekommen. Geil. Geil, ich hab einen Samen bekommen. Aber ich überhole mal sein Auto nicht. Tobias, rechts geht so eine Treppe hoch. Ja, da treffen wir uns dann gleich. Auf jeden Fall dort hochgehen, dort sind nämlich zwei Items. Weißt du, du hast gesagt, nö, der eine Pokéball dort im Haus lohnt sich nicht, aber die zwei nimmst du. Ja, das sind zwei. Und vor allem weißt du. Achso, oh. Vor allem ist es so kurz. Hier. Tobias, hier rechts hoch. So kurz. Naja, ich komm schon. Ich wusste nicht, ob du weißt, wo rechts ist. Also eins doch, Trank und eins Pokéball. Nach. Eins Trank, eins Pokéball. Findet ihr hier das beides. Ansonsten warte ich hier kurz auf. Ach ja, Tobias, du hast ja was erwähnt. Das. Stopp! Nicht weiter! Du kämpfst hier. Ich weiß, da kommt die, ja. Und ich bin stark genug. Ich bin stark genug. Ich kann auf meinen eigenen Beinen. Warte, du kannst bei mir kurz zuschauen, welches Level die haben. Ja, das sollte stark genug sein. Ach, übrigens, die Rivalin hier benutzt das Pokémon, gegen das ihr stark seid, also ihr könnt ihr durch. Achso, ja. Also. Ja, sage ich doch, da komme ich locker durch. Vor allem, wenn es erst Level 8 ist. Also, das ist das Pokémon, gegen das ihr stark seid. Also, bei Thomas müsste das Serpifeu sein. Pflanze. Ja. Mir ist es das Flammenschwein. Boah, alter Vater, ich habe 4 Angriffe gemacht und jede davon ist das Viech direkt. Dann ist das Glück auf deiner Seite. Mal, dass mal die Pokémon auf die Anzahl des Trainers zu runtersetzen, der die wenigsten Pokémon hat. Hä? Achso, ja, bei unserem Kampf. Thomas, das haben wir dir noch nicht erzählt, aber nachdem wir den ersten Arena-Orden haben, werden wir alle mal gegeneinander kämpfen. Alle drei. Okay, ja. Und dann machen wir es so, dass wir alle gleich viel Pokémon haben, nämlich sonst wäre es ja unfair. Nur weil Tobias nicht auf seine Katze aufpassen kann. Ja, genau deswegen. Hallo? Ich bin froh, dass du Katze gesagt hast, nicht das andere Wort, was man da auch nehmen hätte können. Muschi. Genau das wollten wir vermeiden, Thomas. Tobias hat nicht auf seine Muschi aufgepasst. Gut, so kennt man ihn. Tobias hat seine Muschi zerstört. Von nun an soll er bekannt sein als der. Du willst doch Geld mit dem Kanal überhaupt mal verdienen können, oder? Ich werde mit dem Kanal hier eh kein Geld verdienen, also fuck it, ich mach das ja immer zum Spaß. Oh shit, okay. Die legt ganz schön hoch. Spätestens nachdem wir den Chat hier vorhin gezeigt haben, können wir das nicht mehr.
Also mal schauen, ob was Schönes rausgekommen ist. Mhm. Thomas, wir warten noch kurz auf dich, ne? Thomas, ja, wir warten noch kurz auf dich. Tobias. Ja, ich warte. Ich sehe eine Glatze. Was hast du gesagt? Super Ref. Okay, ich schau noch kurz bei Thomas zu. Es wird kritisch. Oh ja, Thomas, voll am Verlieren. Ja, Thomas, hast du das Viech immer noch nicht geschlagen? Was ist los? Ich hatte zuerst ein anderes Viech deswegen. Achso, hat sie ausgetauscht? Ja. Ich habe einen X-Tempo gefunden. Jo, Ref. Okay, kommt Thomas. Macht das jetzt irgendwie so einen Schlag mit 800 Schaden. Himmelsfeger. Ja, genau. Endlich ist der Hund tot. Nice. Kommst du? Nichts dafür haben. Ich heile deine Pokémon. Ja, die labern noch mit die Olle. Erst. So, egal. So, Tobias, wo hast du? Ich suche wieder den Mülleimer. Wir müssen eh gleich, weil hier ist die Arena. Ach, ist das schon die Arena? Das ist ja schon Arena. Heftig. Ja, dass wir das hochtrainieren müssen, wollen wir das wieder rausschneiden. Was denn rausschneiden? Das Trainieren. Ja, wir könnten vielleicht so ein bisschen noch die Stadt durchsuchen, oder? Ja, könnt ihr machen. Guck, Thomas, hier rechts habe ich einen Glatzkopf gefunden. Ja, da gibt ja einen Finsterball. Thomas, ich habe einen Mülleimer für dich gefunden. Ich weiß nicht. Leg dich mal rein. Inspizier mal, ob da ein Anhänger des bösen Imperators Doom Isel drin ist. Eines deiner Unratydox. Ja. Stimmt, hier ist auch noch ein Mülleimer. Der ist leer. Ich habe ja zwei Mülleimer gefunden für dich. Warum sucht ihr jetzt beide so krankhaft nach fucking Mülleimern? Ja, also Superball bekommen. Und dafür greife ich dich in einen Mülleimer. Das war irgendwie total witzig. Mülleimer, der ist von der Person. X-Tempo. In der MS. Erinnert ihr euch noch an die MS Anne aus den ersten Pokémon-Spielen? Mhm. Da gibt es auch diesen riesen Raum mit den ganzen Köchen, wo auch viele Mülleimer versteckt sind. Ja, ja. Also. So, und da ist in einer dieser Mülleimer doch ein Pokéball, ein Superball drin. Ja. Den habe ich deswegen in Erinnerung, weil mein großer Bruder mir damals immer erzählt hat, weiß gemacht hat, dass dieser Pokéball von Gary weggeworfen worden ist, der Arsch. Weil nur er ist so scheiße und werft einen Superball weg. Warte mal, ich lese gerade, was der Typ hier sagt. Das ist hier das erste Haus, wo er in die Stadt reinkommt, rechts, kommt den Superball, falls ihr wollt. Okay, also der Typ sagt uns, wir müssen in die Trainerschule. Dann auf rein. Ja, warte auf Thomas. Wo sind die Mülleimer? Thomas, jetzt lass mal deine Mülleimer, wir sind in die Trainerschule. Bei der gefrorenen Hölle. Thomas. Hallo. Ja. Hallo, Opi. Das da vorne müsste wieder ein Kampf sein, ne? Nö. Nö, sagt er, wenn so ein Teil oben greift. Also, ich kämpf gegen den. Ja, ich auch. Der müsste aber das Pokémon haben, was stark gegen dich ist. Oh ja. Level 10. Ist aber auch stark. Okay. G, motherfucking G. Aquaknarre, hopp nicht so heftig. Okay, Hälfte Leben. Na gut, moin. Okay, Hälfte Leben. Nein, mein Viech wird sterben. 2 HP. Bei mir sieht's gerade auch ungut aus. Also das ist... Hä? Ich kann gegen den nicht gewinnen, ich verliere alles. Thomas verliert alles. Er hat es so hart versucht und er ist so weit gekommen, aber im Ende ist es egal. Jetzt setze ich Schnüffle ein, ich krieg die Krise. Also mein Yorkleuf ist ganz gut gegen das Viech. Mein Hero, sorry. Ich werde sterben. Thomas, komm, versuch's. Kämpf an. Darfst jetzt nicht sterben, machst uns alles kaputt. Ja, ich hab's besiegt mit einer Attacke. Was? Okay, ich hab das sehr voll mit Geduld besiegt. Mein erstes Viech ist tot. Was? Thomas, jetzt sterb nicht. Gut, das war's, ne? Thomas, nein. Aquaknarre.
Ja, Hälfte Leben. Komm schon, Thomas. Du schaffst das, ich glaube an dich. Benutzt Biss, das schreckt. Ich auch down. Was? Biss ist down oder was, Thomas? Gleich. Thomas, komm, mach was! Du kannst jetzt nicht sterben! Oh, der hat eine Siedelbeere. Ja, hab ich auch gerade gesehen. Ja, ich hab's halt bei mir. Ich hab's Glück, hab ich schon One-Hit gekillt, deswegen. Thomas, Tobias, schau mal bei Thomas zu und gib ihm Tipps. Er darf jetzt nicht sterben. Ich bin tot. Echt, du bist tot, Thomas? Ja. Nicht dein Ernst jetzt! Gut, dann verabschiede ich mich für diese Folge. Thomas, komm, bleib doch noch da. Fucking hell, Thomas. Ja, das Problem ist, ich konnte halt nichts machen, weil der hat, wie heißt der, viermal einen Volltreffer gelassen. Scheiße, ich hab grad aus Versehen. Okay, ich hab noch. So, und du bist jetzt. Ja, gut, du hast es geschafft. Ich hab's so gut wie geschafft, ja. Ist aber auch bei mir ziemlich knapp geworden zwischendurch. Ja, ich habe einfach Glück gehabt. Ich habe einfach gleich Nagelots eingesetzt. Und dann Geduld. Und dann hat es halt eben mir so viel Schaden gemacht, dass ich das Wort nicht gekillt hab. So wie ein gewisses Gekka-Bohr. Ich war quasi. Ich habe quasi die Taktik angewandt, die du mir das letzte Mal beigebracht hast. Sei mal stolz auf dich. Ich bin stolz auf mich. Da, 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 da. Ja, Thomas, wie sieht's bei dir aus? Jetzt soll ich nochmal. Warte mal. Du kannst dir jetzt theoretisch, wenn du willst, auf der nächsten Route ein Pokémon holen. Danach alle absetzen. Das habe ich nochmal nachgeschaut. Ja, also Thomas, warte mal. Thomas hat jetzt theoretisch verloren, ne? Und da wären wir wieder. Kurzer Zwischenstand. Thomas ist ganz kläglich verreckt. Gegen den Kampf. Und da ist der Kokainarienvogel. Gegen den Kampf gegen den Rivalen. Und dementsprechend müsste die Nuzlocke Challenge eigentlich vorbei sein. Aber es wäre ja dumm, wenn Thomas als einziger ausscheidet. Deswegen sind wir zu der Trainerin gegangen, die uns einen Elementaraffen gibt. Bei mir in dem Fall wäre das Sodamak. Thomas hat einen Vegimak geschenkt bekommen. Und dementsprechend hat er ja noch ein Pokémon. Die restlichen hat er aber alle freigelassen. Beziehungsweise in die Box getan. Ja, beziehungsweise in die Box getan. Meins heißt beispielsweise Masashi. Wie hast du deins genannt, Thomas? Ich habe meins, wie heißt meins heißt jetzt? Warte, ich muss kurz schauen. Jet. Genau, Jet. Nach Jet the Hawk. Und Tobias, wie heißt dein Grillmark? John Flint, okay. Und wir gehen jetzt erstmal ein bisschen trainieren, weil sonst verrecken wir ganz kläglich in der Arena. Vor allem Thomas. Mal wieder. Ich bin der, wo irgendwie auf Drugs ist. Auf Drugs? Thomas, ja. du musst denselben Blick haben wie Tobias. Mhm. Achso. Marcel, du hast den ruhigen Blick. Nimm mal die Tür. Warte. Wie macht man das Gefühl? Wütend, ja. Ruhig. Genau. Perfekt. Also so lässt sich leben. Hey, wollen wir mal versuchen, so synchron zu laufen? Oh Gott. 3, 2, 1. 1. Ja, das ist, ey, was seid ihr für Bodyguards hier? Lasst mich hier von allen Seiten offen. Ich schlag den weg. Voll unfähig hier. Die Snitch hier, die schlag ich weg. Ich pass auf dich aus, Genosse. Ich habe den Right Russian. Nicht mehr. Okay, dann fangen wir auf 3 an. 1, 2, 3. 1, 2, 3 und dann. 3. Okay. Ja, fuck it. Gut, erneut gilt. Es sind wieder ein paar Sekunden für euch vergangen. Für uns ist wieder ein Tag vergangen. Denn demnächst ist ja Messezeit und da muss ich mich um einiges mehr drauf vorbereiten als sonst. Dementsprechend. Ein kleiner Timecut. Wir sind alle etwas aufgelevelt. Thomas hat ja verloren und hat jetzt seinen Affenbegleiter auf Level. Was hast du? Level 13 ist er. Level 13. Ich habe hier auch auf Level 13 meinen Hero, dann Kohei und Masashi habe ich auch Level 12. Ich habe Fairness halber auch 3 Pokémon in meiner Party. Tobias, wie steht's bei dir? Also Jack Redham ist auf Level 13, John Flint ist auf Level 13 und Edward Thatch, auch bekannt als Blackbeard, ist auf Level 13. Okay, also du hast auch 3 Pokémon auf Level 13, ich habe, fast. Übrigens, Tobias, du hast wahrscheinlich auch Sinelbeeren. Ja, wir hatten Sinelbeeren, wenn du welche hast, dann wäre das sehr sinnvoll. Kann hier sehr Gold wert sein. Du brauchst mir nicht sagen, how to Pokémon, ja? Okay. Ah, da bin ich ja ein bisschen gelassen.
Also die habe ich denen auch schon gegeben gehabt, ne? Okay. Dann, sind wir bereit? Beziehungsweise ich habe mir das gemerkt, dass ich denen noch geben will, wenn ich dann gleich in die Arena... Ja. Überspringen wir das Gelaber und rocken endlich die Arena. Ja, komm raus. Jetzt ist die Frage, wie funktioniert denn das hier? Keine Ahnung. Dir wird ein Element angezeigt und du musst denen sagen, was die Schwäche von diesem Element ist. Okay. Also bei Feuer ist das Pflanze, bei Pflanze ist das Feuer. Ja, Tobias, boxen du. Ich? Oh. Ich hab nochmal heilen müssen. Okay, dann. Oh, und hier ist schon der erste Trainer. Okay. Sehr cooles Ambiente übrigens. Also finde ich zumindest. Ja, würde ich wohnen wollen. Ist ein Café. Ja, ich bin nicht dumm, also. Marcel, das ist ein Café. Okay, dann geht's schon mal los. Wir haben uns informiert. Also, wir sind nicht über dem Arena-Level drüber. Das Arena-Level hier ist Maximum 14. Dementsprechend, ja. Thomas, dieses Mal nicht sterben, gell? Ich versuch's. Okay, ich geh mein Bestes. Thomas tut das Ganze hier tatsächlich nur mit einem Pokémon angehen. Er wird gecatcht. Chat ist schneller als Sonic. Alter. Okay, also ich habe meinen ersten Trainer erledigt. Ja, ich heil mich mal. Ja, das wäre tatsächlich nicht schlecht. Ich habe 11 Tränke. Oh. Ja gut, ich habe auch die 6 noch da. Also das ist kein Problem. Ja. Ja, Pflanze. Thomas? Ja. Pflanze. Hey, ich verstehe das Rätsel nicht. Ja, du musst das... Echt nicht. Auf dem Vorhang ist ein Element. Oh. Auf dem Vorhang ist ein Element. Und da das, was dagegen effektiv ist. Ich bin die ganze Zeit auf Wasser gegangen, weil ich gedacht habe, es wäre mein Starter-Pokémon, weil es ja Feuer war. Du bist doch so ein Spast. Gibt's die Mülleimer? Aha. Jonas, Thomas, als das Hirn verteilt wurde, warst du Eis essen, oder? Ja. Ja. Ich bin den Austag gegönnt. Austag. Okay. Weiß gar nicht. Ratsfurie ist eigentlich auch gut. Also Ratsfurie ist gar nicht mal so schlecht. Also kannst du irgendwie durch Heuler oder so. Kannst du Heuler oder so vergessen lassen dafür. Echt, okay. Ja, Heuler, also. Achso, warum 5? Wehrt die Attacke ab. Okay, ja. Ich hab nie wieder gesagt, dass es gut ist. Sehr gut. Du hast es nie wieder gesagt. Das ist. Ja. Die falsche Implementierung. Ey, ganz ruhig. Dann bin ich schon mal gespannt. Macht mir ein bisschen später bei dem Arena-Kampf machen wir es so. Ich kämpfe zuerst und dann schaue ich euch beiden zu. Das heißt, ihr kämpft bitte erst, nachdem ich fertig bin. Oder? Ja, das heißt, können Thomas und ich ja mal gegeneinander kämpfen. Mal schauen, wer uns gewinnt. Ja, das könnt ihr auch mal versuchen. Und übrigens, nach dem Ende dieser Folge, ich habe es ja schon ganz am Anfang gesagt, das ist die letzte Mini-Nuzlocke, die wir hier machen. Es gibt nur drei. Tobias, ich habe übrigens nachgeschaut. Es gibt hier nur drei Regionen. Und wir haben uns ja gefragt, warum man denn dann Gold und Silber reinladen kann. Weißt du warum? Wahrscheinlich für die Sprites von den Folge-Pokémon. Exakt. Dass man Pokémon hinter sich herlaufen lassen kann. Dementsprechend war das die letzte Mini-Nuzlocke. Wir bedanken uns ganz herzlich dafür, dass ihr zugeschaut habt. An diesem Punkt, wir nehmen das ja alles relativ schnell hintereinander auf, weil wie gesagt, der Mai, da werde ich keine Zeit haben. Wir nehmen das alles hintereinander auf, wir haben noch kein Feedback von euch, wir haben noch keine Folge hochgeladen zu diesem Zeitpunkt. Wir hoffen natürlich, das Ganze gefällt euch. Und wir freuen uns auf Feedback, wenn ihr welches habt. Wenn wir welches hätten. Wenn wir welches hätten. Okay, Thomas, du wartest hier auf mich. Okay. Ich werde es wahrscheinlich... Ohne Scheiß, das soll jetzt nicht böse klingen, ne? Die Lampen sehen aus wie ein... Ja. Thomas, halt dich fest. Okay. Warte, gegen was muss ich kämpfen? Gegen Feuer, oder? Hey, warum soll ich gegen dich? Okay. Ach, das heißt, ihr beiden kämpft jetzt? Ja. Oder schauen wir doch mal direkt rein. Ich dachte, du willst ja Arena-Kampf machen. Oh, das gönne ich mir jetzt noch. Ja, wow. Du willst sehen, wie ich deinen kleinen Bruder stompe. Ja, das sieht jetzt ungünstig aus für dich, Thomas. Niemals, ey. Jetzt kommt's und... Oh, shit. Das hält er aus. Ich bin nicht nur im Elementarvorteil, ich bin auch noch ein Level über dir. Ah, jetzt hat Thomas seine Siedelbeere verschwendet wegen dir. Gut, dass er jetzt so doof ist, jetzt hier noch die Siedelbeere drin zu haben, dachte ich nicht. Der Richter ist eine von mir geschenkt. Ich habe drei Stück. Ich habe auch drei Stück. Dann passt das ja.
easy gewonnen. Ja, Tobias hat easy gewonnen. Thomas ist weg. Thomas besiegt. Und tschüss. Ja, genau, ich heile mich jetzt kurz nochmal. Ich glaube, wir müssen Pokémon senden, anstatt teure Tränke zu benutzen. Ach was, so teuer sind die nicht. Ich weiß, ich bin Bonze. YouTuber sind alles Bonze. Ich habe hier den Vorteil, weil ich meinen Sodamark hab. Ja, so funktioniert diese Arena. Ich habe übrigens im Internet gelesen, du sollst anscheinend erst nach der Arena die Elementaraffen abholen. Was? Ja, anscheinend sollte das erst nach der Arena gehen. Keine Ahnung, ob das jetzt bei Poké-MMO so exklusiv ist, aber ich meine... Nein, das war schon immer vor der Arena. Also im offiziellen Walkthrough steht drin, dass du es eigentlich erst danach holen solltest, aber... Meine, ja, vielleicht danach holen sollst, um eine gescheite Challenge zu haben dabei, aber das geht schon davor. Ja, offensichtlich, bin ich, ne? Bin ich mir zu 100% sicher. Also das Ganze wird für mich ein Zuckerschlecken, ihr braucht echt nur eure Elementaraffen. Ja, bei mir nicht, weil ich habe meine halt schon auf Level 14 und dann ist der halt eben, wenn ich den jetzt noch dumm Level überlevelt. Ja gut, aber ich meine, wenn du im Kampf überlevelst, da kann man ja drüber hinwegsehen, weil nach dem Kampf gibt ja dann der nächste Arena-Orden als Limit. Oh, jetzt hat mich die Olga angesprochen. Die Olga? Ja, Olga. Arme Olga. Thomas, du Rassist. Ja, weil du, Thomas, du hast doch letztes Mal Sexismus mit Rassismus oder du hast doch Sexismus mit Rassismus verwechselt. Gut, wenigstens eine hat die Anspielung verstanden. Ja, ich glaube, in den Kommentaren wird sie vielleicht auch der eine oder andere verstanden haben. Ja gut, weil für die ist es vielleicht 20 oder 30 Minuten entfernt, anstatt... Ja, wie gesagt, wir nehmen das Ganze jetzt am Nachtag. Nachtag? Ist das ein Wort? Am Tag danach auf. Hurra, Senpai! Oh. Ich schau dir gerade zu, du. Es bleibt spannend, wird Marcel den Rankenhieb einsetzen oder wird der Rankenhieb einsetzen? Eventuell hat er auch schon passiert. Ich gehe hier seit dem letzten Desaster, seit den letzten beiden Desastern, wo ich meinen Starter schon so früh verloren habe, gehe ich hier kein Risiko ein. Weißt du, das Witzige ist, ich sehe so im Chat von Frankreich, schreibt so einer irgendwas in Französisch und das Einzige, was ich verstehe, ist Naslocker. Ja. Das ist. Wird, glaube ich, Nuzlocke ausgesprochen. Oh, shit. Okay, Sinelbeere. Sinelbeere regelt. Und... tschüss. Ich habe vergessen, eine Sinelbeere reinzutun. Ja, kämpft ihr schon, oder was? Nö, aber... die Olga hat mich doch angesprochen. Hä? Ach so, wer hat dich angesprochen? Was meinst du mit Olga? Ja, der grüne Typ dort. Das ist ein Kerl. Oh, echt? Ja! Also. Und ich hab meinen Orden, voll cool. Oh je. Und ihr bekommt übrigens auch noch eine TM. Yay. Wie viele Gänge haben französische Panzer? Nur einen, der Rückwärtsgang. Antwort im Chat. Okay, also ich bin draußen. Wer macht als nächstes? Tobias, Thomas? Ich mach als nächstes. Okay, Thomas, dann bleib noch draußen, bis Tobias fertig ist. Dann schauen wir Tobias zu. Sag mir, was passiert. Ey, du kannst doch zuschauen. Ja, ich hab doch gesagt, hat mich angesprochen, also kann ich gerade gar nichts mehr machen. Doch, du kannst machen, du sprichst erst mit dem an. Du sprichst dann erst, der kämpft, du musst noch nicht kämpfen, Thomas. Ach so. Oh, Kinder, sagt es doch. Ich hab gedacht, der schlägt mich gleich weg. Nee. Das macht er erst danach. Erst danach, okay. Komm, Tobias, mit dem Zuckerschlecken. Schlecken. Level 14, komm, das kriegst du hin. Ja, ich kann eine Siedelbeere ausrüsten. Wow! Thomas, du schaffst es. Also erst nachdem Tobias fertig ist, gell? Kannst du gerade mit rechts... Ja, irgendwie bei mir ist das scheiß Chatfenster so fucking doof über der... Hä, dann mach's doch weg. Ja, ich hab's gar nicht wegbekommen. Gott. Komm, also, wenn du das jetzt noch verlieren würdest, dann das wäre echt ein Wunder. Hab bitte verlieren. Das hätte schon was, ja. Also, nach dieser Arena kämpfen Tobias und ich nochmal gegeneinander. Thomas, klammern wir hier einfach mal aus, weil mit einem Pokémon wird das, glaube ich, weniger was. Ich mache euch alle fertig. Übrigens,
Es wird ja schon eine richtige Challenge für Thomas. Er hat ja nur ein Pokémon und muss damit hier regeln. Ja. Thomas Starter war Feuer, das heißt, sein Elementaraffen-Gegner wird Sodamax sein. Stimmt. Und Sodamax kann er mit Vegimax besiegen. Okay, Thomas, dann die Ehre gebührt dir. Dein Kampf ist ein Orden, yay, ich bin gut, ich habe einen Orden, den leichtesten Orden des Spiels, aber ich habe ihn. Ja, Thomas? Weg da. Alter. It's your turn. Yay. Und bitte stirb nicht nochmal, Thomas, gell, das ist die letzte Chance, die du hast. Tot, Spaß. Ich sehe zu, das weißt du schon. Okay, kein Lampenfieber, ganz langsam, kein Lampenfieber, Thomas. Ja, nicht verklickt. Okay, das hat Stärke 45 und das hat Stärke 18. Ja, einklatschen in Ordnung. Ja, logisch. Oh. Hast du eine Sinelbeere ausgerüstet? Macht ja richtig viel Schaden. Thomas, hast du eine Sinelbeere ausgerüstet? Ja. Oh, ja. Ja. Oh. Komm, reinklatschen. Und das hört sich wirklich an wie so eine Peitsche. Ja, es ist ja Rankenhieb. Ja, Rankenhieb, aber nicht Peitsche. Ja, Ranke ist doch pack. Soll ich mich nochmal heilen vorher? Ich mach's nochmal, ja. Ja, das ist Level 14, das ist stärker als du. Heil dich vielleicht lieber erstmal. Vor allem, wenn es dann jetzt noch ein Crit ist. Ich weiß ja, ich kenne halt die Stats von dem Viech null. Ich mach's. Oh nein, ich schlecker. Oh nee! Und du bist paralysiert. Hast du einen Paraheiler? Müsstest du einen Paraheiler haben? Nein. Auf keinen Fall. Den haben wir. Oh, abgewehrt. Ich hab gesagt, Jet ist krasser Boy. Oh. Ich werd die ganze Zeit abgeschlotzt. Hilfe. Und tschüss. Ja, Thomas, du bist halt, siehst halt aus wie ein Eis. Ja, also mit der Frisur, ja, irgendwie schon. Und damit haben wir es alle geschafft. Tobias, ja. Man sieht sich draußen, ne? Du und ich, wir sind uns draußen, ja. Nachdem wir uns geheilt haben. Achso, das hätte ich jetzt erst warten sollen. Oh. Ich fand es gerade lustig, dass wo du einen Orden bekommen hast, das, da waren doch immer solche Kreise, wo kommen sind. Das ist übrigens ein Event. Nein, wieso hast du das nicht gesagt? Was passiert jetzt? Jetzt wirst du entführt, Analsonde, du weißt Bescheid. Weißt du, komm, bin ich nicht da, haben sie wieder Spaß zu zweit. Ja. Du kommst noch raus. Ah, hier bekommst du Zerschneider, okay. Oh, ich werde angesprochen, Hilfe. Ja, das meinen wir doch gerade mit dem Event. Oh. Jetzt, die schleppe ich in die Haus. Thomas, die Pädophilen sind wieder da, ne? Das sind wieder Leute, die mich in die Haus holen. Okay, also ich heil mich und dann Tobias, du gegen mich, ne? Hi. Was? Hi, ja. Ich verstand, nein. Hä, wie, was, nein? Was, nein? Okay. Ist noch ein Mülleimer. Ich bin Level 13, 12, 13. Tommy, es gibt nur einen Ort, an dem wir uns denkwürdig austragen können. Alter, hier versperrt mir einer den Weg. Das finde ich irgendwie schon krank. Du gehst mit so einer Frau mit, gehst dann in das erste OG, dann auf einmal ist das so ein riesiges Labor. Stört die Alte hier nicht ein bisschen? Egal. Das ist nicht mein Problem. Warte mal eine Sekunde. Ich geh kurz so, dass die ab. So. Fuck. Hast du deine ganzen Bären rausgemacht? Warte kurz. Ah, ich muss die erst hier vorbeilaufen lassen, dass die hier nicht stört. Sie rennt auch die ganze Zeit hinter mich, das ist egal. Ich kann einfach sie anfangen. Alte, warte mal bitte. Wir ist hier. Thomas hängt im Busch fest. Wir haben hier einen wichtigen Kampf. Du hast deine ganzen Items ausgesetzt? Ich bin Schiedsrichter. Ja. Thomas, wie beim Pokémon-Movie wirft sich Thomas dazwischen. Nein, wird dann aus Stein. Aber die Frau steckt in Obi. Thanks, Sprite, ey. Okay. Aber ich habe schon einen Hut und einen Rucksack. Warte mal, wenn wir das machen, dann let's go. Da.
Tobias, es steht übrigens 1-1 bei uns beiden, ne? Das hier entscheidet. Ja. Ich weiß. Heißt, jetzt macht er gleich Hydropumpe. Oh, scheiße. Nein, nicht wieder die Geduld. Nicht wieder die Geduld. Geduld. Hello, Darkness, my old friend. Warte. Ich muss kurz checken, wie das Moveset von meinem anderen Pokémon ist. Ist Geduld ein physischer Move? Das muss ich ehrlich sagen, habe ich keine Ahnung. Keine Items, gell? Keine Items. Okay. Alter! Holy shit! Ich wollte gerade sagen, Biss. Ja, ist ziemlich gut, dass es Arne. Scheiße. Schade. Ah. Komm schon, Kishimoto. Geduld. Die Attacke bringt mir jetzt zwar nichts, aber es ist witzig. Du willst mich nur verhöhnen. Achso, okay. Ich dachte, du machst jetzt wieder Geduld, um mich zu verhöhnen. Komm schon. Was kommt jetzt? Du musst tatsächlich überlegen, was ich mache. Ja, überlegst dir besser, sonst verlierst du deinen Jack Rack. Rackham. Achso, verliert ihr die Viecher, wo sterben die, oder? Nee. Ich meine, das ist eh eine Mini-Naslock, danach geht's eh nicht mehr weiter. Okay. Otaku. Ich weiß, was du brauchst. Dreck. Schon dieses Mal. Wie steht denn hier die Chance auf Paralyse, Alter? 10%. 30%. Das fasselst du echt? So gut. Keine Haltbarkeiten hier. Gell, Tobias, Fact-Check, keine Fake News. Das heißt, das ist nur auf Level 12 gelevelt. Kein Lust mehr. Das wird jetzt wieder ein Auswechselkampf die ganze Zeit? Ja, wahrscheinlich, ne? Fucking hell, ey. Das mit den Elementaraffen macht die ganze Sache natürlich wieder um einiges spannender, ne? Das war jetzt gut von ihm, weil er hat nicht ja, auf Feuer ja, gesetzt. Ja, das war mir schon fast klar, ne? Ha! Abgewehrt! Was soll das noch mit? Okay. Ja! Oh, nein! Shit. Nein! Das doch, gibt's das nicht! Das war schön, doch, schön. Fuck! Fucking hell! Kohei, lass mich nicht im Stich jetzt. Meine Damen und Herren, wir sehen hier Drawing Like a Sir, aka Marcel zu Boden. Nein, du bist schneller als ich! Das gibt's nicht! Ja, ich bin nicht. Zwei Level über dir. Zwei Level über mir. Ja! Fuck! Dies ist ich hab dich ja gefragt, warum hast du deinen Kohei nicht hochgelevelt? Ja, ich... Fuck. Okay. Das war's an diesem Punkt. Das ist verschwunden. Gut, dann danke fürs Zuschauen. Bevor wir das Ganze hier beenden, wo rennst du denn hin? Und Tobias, wo hockst du? Im Pokémon Center schreibt mir Pokémon. Und du bist und nicht ich habe, im Gegensatz zu euch, einen Rucksack. Stylisch. Wie immer. Ja. Ja, danke fürs Zuschauen. Hat mega Spaß gemacht und wir würden auch gerne noch weitermachen. Jetzt ist natürlich die Frage, wir können ja nicht noch mehr Regionen machen, weil PokéMMO bietet nur diese drei Regionen an. Dementsprechend haben wir uns überlegt, ein ganzes, komplettes Playthrough Nuzlocke-mäßig zu machen.
Nur ist jetzt halt die Frage, über welche Generation. Wir entscheiden uns dann auch, welche wir nehmen. Dementsprechend möchten wir gerne eure in den Kommentaren haben. Von euch, habt ihr die Nase voll von Pokémon oder könnt ihr noch ein Playthrough von uns dreien aushalten? Wir hätten da gerne euer Feedback und würden uns natürlich freuen, wenn ihr Bock drauf habt. Wenn nicht, dann verstehen wir das natürlich. Ne? Na, hassen wir euch halt eben, ist aber auch kein Problem. Ist natürlich, warum auch nicht. So oder so, danke fürs Zuschauen. Ihr werdet dann sehen, für welche Region wir uns entschieden haben, wenn es rauskommt. Wir sind momentan auf Messe, wenn ihr das Ganze hier seht wahrscheinlich. Dokumi ist ja demnächst. Schaut gerne vorbei, wenn ihr möchtet. Thomas, ich, Tobias und Dominik werden da sein. Ne? Ihr seid ja auch alle dabei. Dementsprechend freuen wir uns auf euch. Entweder in den Kommentaren oder auf der Dokumi, auf der Frankfurter Buchmesse, je nachdem, auf welche Messen ihr geht. Wir freuen uns auf euch und sagen an dem Punkt einfach mal Tschüss. Ciao. Thomas? Ja, grüß Gott. Das ist das Gegenteil von Tschüss. Achso. Wo sind die Mülleimer? Ich kann nicht glauben, dass du noch dümmer sein kannst wie ich, aber du schaffst es jedes Mal. Nicht mal die Verabschiedung funktioniert. Okay, was doch, kannst Servus. Du eigentlich? Was könnt ihr eigentlich? Tschüss.